Ja, heute gibt es mal wieder ein Haul-Video bzw. ein Eye of the Day oder wie auch immer man es sagen will. Und ja, ich würde sagen, ich fange jetzt direkt an. Und zwar habe ich jetzt ein paar schöne Sachen eingekauft, die ich finde. Und ich würde sagen, ich fange an mit Tollwood. Weiß nicht, ob ihr Tollwood kennt. Die, die vielleicht irgendwo bei München wohnen, werden es bestimmt kennen. Es gibt nicht zweimal im Jahr in München ein Tollwood. Das ist so ein. Ja, wie soll man es bezeichnen? Alternativer Markt oder ja, so mit Bio und Alternativsachen und so ganz viel Zeug, also so Marktstände und es gibt ganz tolle Sachen und vor allem auch viel Schmuck und so Zeug halt, ne? Und da war ich ganz fleißig shoppen und habe mir da ein paar Sachen gekauft und ich zeige es euch jetzt mal. Und so habe ich einmal diese Ohrringe hier mir gekauft. Die sind aus Kokos, also so eine Kokosschale oder Kokos, ja, diese. Das Außenrum-Gedingsel halt. Und die haben gekostet 3,95 €. Und da steht auch die Marke drauf oder wo die her sind. Die gibt es auch bestimmt bei anderen Märkten, solche Sachen. Das sind so Standards, also Produkte, also die gibt es bestimmt auch woanders. Es tut mir leid, das Licht spinnt hier irgendwie immer wieder und deswegen stellt die Kamera regelmäßig unscharf und die Couch knackst. Also ich hoffe, das hört ihr nicht und nervt euch nicht. Aber ich mache jetzt auch direkt weiter und zwar habe ich mir noch eine Kette gekauft und zwar diese hier. Die passt farblich perfekt zu diesen Ohrringen und die ist ziemlich lang. Also eigentlich so. Und ja, kann man halt so versetzt tragen oder wie man halt will. Und ich finde die sehr, sehr schön. Also die hat. Sogar da so kleine Blättchen dort, mir gefällt das total gut. Weil hier, wenn ihr es jetzt sehen könnt, hier hat es so kleine Blättchen. Das ist wahrscheinlich auch Kokosnuss, soweit ich das. Ja, genau, ist, oder? Doch, ist auch Kokosnuss. Und die hat 5,95 € gekostet und auch von der gleichen Marke. Und die zwei Sachen kamen mir sehr gut, wobei heutzutage ist es nicht, das würde jetzt zu viel werden hier im Ausschnitt und deswegen haben sie es gelassen. Dann habe ich mir gekauft diesen Ring, den wo ich da trage. Und zwar ist das eine ganz süße Eule und ich fand die so putzig. Und deswegen musste die mit. Das ist halt so ein ganz billiger Ring eigentlich. Und hat auch wirklich nur 2,95 € gekostet. Und für 2,95 € musste ich den mitnehmen. Das ist voll süß. Und ich habe noch einen gekauft, der war noch günstiger. Und zwar so einen Holzring. Diesen hier. Und der hat 1,95 € gekostet. Und den finde ich auch total schön. Der hat hier so schöne Blümchen drauf gemalt. Und ganz ein hübscher Ring. Und den habe ich mir auch noch mitgenommen. Und das war schmucktechnisch und dann habe ich mir noch eine Tasche gekauft. Die hat 10 € gekostet und ist wahrscheinlich auch nicht jedermanns Geschmack. Und ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, wann ich das tragen soll oder wann ich die verwende. Aber irgendwie in dem Augenblick, als ich sie gesehen habe, wollte ich sie haben. Und jetzt weiß ich gar nicht recht, wann ich die hernehmen soll, weil die echt ganz schön. Ja, ich zeig's euch. Und zwar sieht die so aus. Das ist oben so schwarz mit so schönen, wunderschönen Kordeln dran. Und hat dann hier so ein Band mit so Elefanten drauf. Finde ich total schön. Dann habe ich hier jetzt so ein, ja, wie nennt man das denn? So ein Knopf zum Aufmachen. Und hier unten eben so ein ziemlich eben, das ist das einzige Problem an der Tasche, glitzeriges Muster. Seht ihr das? Das ist so silbergrau. Ja, ist auf alle Fälle nicht unauffällig. Und untypisch für mich, weil also Sachen trage ich eigentlich gar nicht so wirklich. Aber irgendwie habe ich die gesehen und ich wollte sie haben. Ich habe keine Ahnung warum. Ja, innen drin ist noch so ein kleines Reißverschlussfach drin. Also hier ist noch ein kleines Fächlein. Und ja, ist eigentlich ganz simpel gemacht. Wahrscheinlich ist es für 10 €. Aber ich wollte sie irgendwie haben. Keine Ahnung. Was sagt ihr dazu? Kann ich die tragen? Also ist halt dann so, ne? Keine Ahnung. Ja, auf alle Fälle hat mich die in dem Augenblick total geflasht irgendwie. Und jetzt daheim weiß ich gar nicht, wann ich sie anziehen soll. Weil sie doch sehr, sehr glitzerig ist. Also wahrscheinlich für so Märkte oder so für so Märkte kann ich sie bestimmt verwenden. Dann passt es dann perfekt. Wenn ich wieder auf Tollwood gehe oder bei uns gibt es dann noch Sinnflug, glaube ich, und was ich was alles. Ich glaube, da kann ich sie schon tragen, aber. Naja. Okay, das war dann erstmal mein. Tollwood-Haul und ich werde euch gerne einen Link von Tollwood in die Infobox stellen, dann könnt ihr euch das mal anschauen. Also ich bin ein totaler Fan von Tollwood. Und ja, wer hier in München in der Nähe wohnt, sollte unbedingt da mal hingehen. Es ist echt, also vor allem Sommer Tollwood, aber Winter finde ich auch toll, aber Sommer hat halt so einen tollen Flair und abends dann so, ach, es ist einfach schön. Kann ich euch sehr empfehlen. So, dann mache ich weiter. Ich war auch natürlich bei DM, also nicht so, dass ich nur jetzt Tollwood eingekauft hätte. Nein, ich war auch noch bei DM und habe mir einmal diese Baumwollpflegehandschuhe gekauft, nur mal so zum Testen. Ich will mal schauen, ob das was bringt. Da soll man sich die Hände abends ganz dick eincremen und dann diese Handschuhe anziehen, weil ich habe im Sommer, also im Winter vor allem, oft trockene Hände.
Und dachte mir, vielleicht bringt das was. Das werde ich jetzt mal testen, werde ich dann gerne berichten, wenn ihr wollt. Mal gucken. Und ich glaube, die kosten, was haben die gekostet? 2 Euro? Irgendwie sowas. Also nicht so teuer. Dann habe ich mir gekauft, habe es aber vergessen zu swatchen. Könnte ich jetzt noch schnell machen, wenn ihr wollt. Und zwar diesen Nagellack von Essence. Und zwar diesen French Matte. Oh, das ist ein schlechtes Licht schon wieder. Und zwar die Farbe 04 Pretty Matte. Und ich habe mich eben ständig momentan anfixen lassen. Also das hat mich, oder mit dem Teil hat mich die Lioisara, also Woodgreen, angefixt. Die hat es ihrer Nagellacksammlung gezeigt und ich dachte mir, hä? French Matte, das habe ich noch nie gemerkt oder bemerkt. Ich habe den total übersehen eben bis jetzt. Und dachte mir, den muss ich mal haben. Ich habe ihn noch nicht geswatcht. Werde ich jetzt ganz schnell mal nachträglich machen. Mal gucken, ob er noch trocken wird dann im Video. Aber das muss ich jetzt echt mal testen, weil, ja. French Matte, das klingt interessant. Nachdem das so eine Standard natürliche Farbe ist, kann man die auch immer brauchen, finde ich. Die trägt sich eigentlich auch sehr schön auf. So vom ersten Eindruck her gefällt er mir sehr gut. Jetzt muss nur noch die Farbe interessant sein. Ist ja eben so ein ganz natürlicher Farbton. Das lasse ich mal trocknen und zeige schon mal den nächsten. Da wurde ich nicht auch wieder angefixt. Und zwar von, wie spricht man es jetzt? Chocosina? Kokosina? Sag mal, wenn man das ausspricht, ich weiß es nicht. Ich glaube, du hast es schon mal gesagt, aber ich habe es wieder vergessen. Auf alle Fälle hast du in deinem Video, du hast ja doch diesen diesen super tollen Tag gemacht oder mitgemacht von mir, diesen I Love Nagellack Tag, den ich ja letztens auch gemacht habe. Und da hast du unter anderem metallische Nagellacke noch in eine Kategorie aufgenommen und dachte mir, hey, cool, weil mich. Ich habe die Nagellacke noch gar nicht so genau angeschaut, und zwar diese Metallics Nagellacke von von Essence, diese Magnetics meine ich. Und durch dein Video dachte ich mir, hey, die schauen ja echt cool aus und habe sie auch gleich mitgenommen. Und zwar ist das dieser hier. Und der sieht so aus. Aber ich sehe ja auch den Schimmer schon drin. So lila, orange, gold. Stellt zwar die Kamera gerade unscharf, aber ich glaube, ihr habt den Schimmer schon sehen können. Die Farbe, weiß nicht, wie heißt der denn? Miracle Shine, glaube ich, 01. Und das ist echt eine schöne Farbe. Und beachtet bitte heute nicht meine Fingernägel. Ich habe mir gestern beim Sport, seht ihr das? Ich glaube, hatte seit Jahren nicht mehr so kurze Nägel. Ich habe mir beim Sport abgebrochen und zwar richtig. Und es hat so weh getan und ich bin echt entsetzt. Und jetzt habe ich auf dem nur den Nagel ausprobiert, da habe ich mir auch voll reingedatscht noch. Also da seht ihr auch nicht viel. Aber das ist so kurz. Ich bin ganz unglücklich. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll jetzt mit dem. Muss ich mal überlegen. Aber ich habe eigentlich wenig Lust, dass ich meinen anderen Nägel auf die Kürze darunter kürze. Bin unglücklich. Naja, mal gucken. Aber bis jetzt achte dicht auf meine Nägel und auch das Design ist schon ziemlich abgesplittert. Ich kann euch mal das an einem Nagel noch zeigen oder versuchen mal hier zu zeigen. Also so sieht es dann aus. Und habe ich jetzt wieder getupft mit meiner Technik, die ich momentan sehr gerne mag. Und habe mir so Aufkleber drauf gemacht. Das hatte ich letztens, wir hatten eine Beerdigung in der Familie letztens, deswegen bin ich jetzt auch lang nicht mehr, habe lang keine Videos gedreht, weil wir ziemlich einen Stress in der Familie hatten gerade. Also keinen Streit, sondern einfach nur Stress. Und ja, das war eben dann so ein schnelles Nageldesign für die Beerdigung und weil mein Kleid sehr gut dazu gepasst hat. Ja, es war auch schwarz, bevor ich euch fragt. Ja, aber ich sage, das Nageldesign ist ganz nett geworden, aber ich sage, jetzt ist es halt komplett vermurkst, vorn abgesplittert und also achtet wirklich nicht auf die Nägel jetzt gerade. Ich habe den Nagellack noch nicht geswatcht. Ich muss ja gucken, ob ich irgendwo noch einen Platz auf meinen Rädern finde. Die sind schon alle so voll, Leute. Aber ich glaube, ich habe ihn gefunden. Ich muss jetzt echt mal schnell swatchen. Und ich muss sagen, mir geht es auch bei diesen Nagellacken, also bei diesem Nagellack, gar nicht so um das metallische Magnetics-Ding da, sondern wirklich um die Farbe, weil die mich total geflasht hat. Jetzt muss ich warten, weil der wird auf meinem Nagel ist nämlich auch matt geworden. Ich finde, das schaut so geil aus. Also ich zeige es euch dann nachher, wenn es trocken ist. Muss mal gucken. Also der hier ist jetzt trocken, das ist dieser hier dieser French. Also hier seht ihr dann diesen Nagellack. Das ist so ein ganz helles. Ja, French eben, so ein French-Farbton. Und eben so leicht matt. Also gefällt mir sehr gut und ist eben auch sehr natürlich. Also cool. So, also das waren eben meine beiden Nagellacke, die ich mir gekauft habe. Das Video ist schon wieder ellenlang. Ich werde da Stunden fassen. So, und jetzt zeige ich euch noch schnell. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Habe ich was vergessen? Nee. Also, einmal habt ihr das bestimmt schon bemerkt. Ich habe mir dieses Armband aus dieser. Jetzt habe ich den Namen vergessen.
Deep Water Love LE vom P2 gekauft. Und zwar hat es 3 € gekostet, also 2,95 €. Und hat hier vorne so kleine schöne Hängerchen dran. Wobei ich sagen muss, dass mir das leider ein bisschen stramm ist, das Ganze. Das hätte ich mehr baumelnd haben wollen. Das ist ziemlich fest, weil das Armband ziemlich ja, eng ist. Aber es sieht ganz nett aus. Ich mag es ganz gern. Also, das habe ich mir gekauft. Und da habe ich noch 2 Sachen gekauft. Also, ich muss ganz kurz mein Feedback zu der LE vom P2. Die Nagellacke waren, finde ich, ganz nett, aber ich glaube, dass die nicht so arg deckend sind. Also von meinem ersten Eindruck her, was ich so geschaut habe, haben die mir jetzt nicht so obergut gefallen. Das Blau, ein Blau, der ist ganz schön, finde ich, so als Überlack, glaube ich, aber ich habe ihn jetzt mal stehen gelassen und überlege es mir nochmal genauer, ob ich den auch wirklich haben will, weil ich habe ja schon so viel Nagellacke, wie gesagt. Die Lidschatten waren einfach nicht in meiner Farbkategorie, muss ich sagen. Also, mag eher die natürlichen Farbtöne und das war halt leider nicht der Fall. Es war alles so blau, pink. Irgendwas. Was hat es noch gegeben? Ja, also wie gesagt, es waren schon ein paar schöne Sachen dabei, aber diese Rouge und Blush sind auch ganz nett oder diese Bronzer. Also, aber ich sage, ich habe eigentlich sowas, was ich ganz gern mag. Also das weiß ich noch nicht, ob ich die nochmal anschaue. Also ich habe jetzt 2 Sachen mitgenommen und zwar diese zwei. Einmal den Eyeliner in der Farbe Over the Ocean 010. Und das ist so ein sehr schönes Türkis. Sieht so aus und ist wirklich ein schöner Farbton. Und hat vorne so eine Spitze. Finde ich ganz nett. War im Auftrag jetzt heute, ich habe ihn hier unten, falls ihr es schon bemerkt habt, war da ein bisschen kompliziert, finde ich, weil, ja, das Pinselchen, das lässt manchmal so kleine Stellen frei, aber wenn man die dann nochmal abdecken will, dann verschmiert man sich den Rest wieder. Also das heißt, dann ist eine Stelle Haut wieder, also so ganz kleine Striche und dann will man die überdecken und dann nimmt man wieder woanders was weg. Es war nicht ganz einfach, den zu verwenden. Ne? Und sobald der einmal trocken ist, ist der trocken. Leute, das ist wirklich der Wahnsinn. Den kriegt ihr nicht mehr weg. Also den müsst ihr wirklich mit wasserfestem Make-up entfernen und dann abkratzen, weil anders kriegt ihr es nicht weg. Aber die Farbe ist sehr schön und da hält es dann eben auch sehr gut, wenn er mal trocken ist. Ist der Vorteil. Und ich glaube, gekostet hat es zwischen 2 und 3 €. Ich werde es euch gerne hier hinschreiben, falls ich den Preis noch irgendwo finde. Ja. Finde ich ganz nett. Und diese Mascara, die hat mich, weil ich habe eigentlich sowas überhaupt nicht. Das ist eine türkise Mascara mit schwarzem Türkis, wobei das Türkis absolut überwiegt. In der Farbe Black Turquoise, da bespricht man es, ich weiß es aber nicht. Sieht so aus, weiß nicht, ob ihr das seht, das ist ein ziemlich cooles Muster da drin. Und ich zeige euch gerne mal das Bürstchen. Sieht so aus und ihr seht schon, das ist echt ziemlich türkis, also da sieht man wenig schwarz. Und ich habe jetzt weniger für die oberen Wimpern, sondern eher für die unteren, wie ich es jetzt heute gemacht habe. Wobei ich werde jetzt danach in die Arbeit gehen und da muss ich mir das nochmal ein bisschen mit Schwarz überdecken, weil das ist dann zu extrem für die Arbeit. Aber so finde ich es echt ganz cool. Es hat was. Ich sehe dann ein bisschen anders aus irgendwie. Wie findet ihr das? Das ist schon verrückt. Also das habe ich mitgenommen und wie gesagt, die LE sonst finde ich ganz nett, aber ich muss es da nicht alles haben. Also. Ich bin nicht so der Blau-Fanatiker. Türkis mag ich sehr gerne, deswegen habe ich auch die 2 Sachen mitgenommen. Aber so grundsätzlich, ja, ist es nicht ganz mein Beuteschema. So, dann habe ich, was ich ganz toll fand und auch echt lang darum geschwänzelt bin, muss ich sagen. Also ich habe es lang angeschaut, bevor ich es mitgenommen habe. Und zwar dieses Alverde Quattro. Gebackene Lidschatten Quattro 400, Schmarrn 324, so happy. Dieses hier. Und sieht so aus und ist echt toll. Also ich muss sagen, swatch euch die Farben schnell. Sie sind zwar sehr fest, aber wenn man sie runterkriegt, sind sie der Wahnsinn. Also da sind sie wirklich schön und ich weiß nicht. Also mir gefällt total gut das Set und ich habe schon angeschaut. Also ich habe schon länger im Auge das Ganze. Ich habe schon so lange jetzt überlegt, ob ich es mir kaufen soll. Und jetzt gehört es halt mir, gell? Also wie gesagt, so sehen die Farben aus. Ihr seht ja, das sind sehr, sehr deckende Farben. Und vor allem sehr schöne Farben. Also das sind also typisch gebackene Lidschatten. Also beim Schminken muss ich sagen, habe ich bemerkt, dass ich da schon öfters in die Farbe reingehen muss. Zum Beispiel der helle Ton, also der ganz helle, den ich zeige es euch ganz kurz. Das ist, meine Kamera wackelt. Das ist nicht mein Eye of the Day. Ich habe mich das Quattro heute verwendet. Und zwar den ganz hellen eben vorne, diesen bronzefarbene, dann am hinteren Drittel. Dann den dunklen in der Lidfalte und das Türkis, dann hier unten so ein Versmatschen von diesem Eyeliner von P2. Und ich finde das echt schön. Also ich zeige es euch jetzt mal ganz kurz vom Namen.
Also ich finde, das echt, schaut echt cool aus und ich mag gebackene Lidschatten einfach sehr, sehr gerne. Und auch wenn die im Auftrag jetzt nicht die besten waren, aber ich glaube, sie halten recht gut. Also ich habe es gerade erst aufgetragen, aber vom ersten Eindruck, sie sind sehr, die haben nicht so eine pulverige Konsistenz, sondern eher so ein bisschen cremig, ölig. Und ich glaube, dass das vom Halt her ganz gut ist, aber die Farben fand ich einfach schön. Also hier könnt ihr die Farben mal sehen, aber die kommen jetzt gerade überhaupt nicht rüber, aber die sind eigentlich viel schöner. Also das ist jetzt definitiv schade, weil ihr das nicht richtig sehen könnt. Ich glaube, dass man sie hier fast besser erkennt. Gott, habe ich gerade runzlige Finger. Ich glaube, das sind zu trocken. Aber das sind einfach richtig schöne Farben und ihr seht es auf meinen Augen. Also ich finde, das schaut echt cool aus und mag ich voll gerne. Und ich glaube, das wird so mein neues Standard Quattro. Jetzt habe ich wieder nichts zum Hände abwischen, glaube ich. Also ich finde es echt schön und bereue es jetzt nicht gekauft zu haben. Ich glaube, es gekostet hat das Ganze 5 Euro. Das heißt, das finde ich vom Preis her auch echt okay, wenn ich denke, es sind ja 4 Farben. Es gibt ja aktuell etwa von M&Y eigentlich die ganz die gleichen Farben. Also wirklich fast haargenau dieselben Farben, nur halt eben nicht gebacken. Und da kostet ein Lidschatten 2 Euro. Das heißt, wenn man sich alle 4 kauft, dann ist man schon bei 8 Euro. Dann ist das günstiger. Und ich finde die Farben fast einen Ticken schöner. Und deswegen habe ich mich jetzt auch für das entschieden und nicht für M&Y. Also das war auch immer eine lange Überlegung. Aber mal wenn es schon gebackene Lidschatten günstiger gibt und die Farben wirklich schön sind. Also das Peachige davon, das finde ich ja wunderschön. Das ist ja das Helle hier. Also es sind echt tolle Farben. Also schaut euch das mal an, wenn ihr die Farben recht gern mögt, wie ich. Müsst es euch angucken. So, dann habe ich noch einen Teil. Also einen habe ich mir nachgekauft, meine Pfeile mal wieder, weil die brauche ich ja. Wie andere ihre Unterwäsche wahrscheinlich. Also ich wechsle die ja ständig, weil ich die auch immer hernehme. Also die sehen auch bei mir nach ein paar Monaten ganz schlimm aus. Und jetzt noch ganz schnell zum Schluss, weil ich habe jetzt fast keine Zeit mehr. Ich habe mir noch einen Lippenstift gekauft. Und zwar diesen hier, ein Lip Flash. Das ist wieder von Flomar, glaube ich. Oder wie nennt sich denn die Marke? Ich schreib's euch hier hin, weil ich jetzt gerade irgendwie nicht lesen kann, wie die Marke heißt. Auf alle Fälle gab es damals diese. Ich glaube, das ist Flomar, aber ich bin mir gerade nicht sicher. Ich schreib's euch hier hin. Auf alle Fälle gab es da doch diese Lipgloss mit dem Licht drin und schaut mal. Das ist jetzt ein Lippenstift mit Licht. Also das Licht interessiert mich eigentlich in dem Fall reichlich wenig, weil es echt sinnlos ist hier. Seht ihr mal, so ungefähr sieht es bei mir auch aus. Also komplett überbelichtet. Aber die Farbe fand ich voll schön. Guck mal. Also ich hoffe, ihr könnt das jetzt irgendwie ein bisschen erkennen. Das ist so ein Rosa mit ziemlichen Peach-Einschlag, würde ich mal sagen. Und ich fand die Farbe echt schön. Jetzt habe ich einen Mordswatch gemacht, einen Mega-Swatch. Also das ist eben so, jetzt seht ihr den Goldschimmer leider gar nicht, da ist ein Goldschimmer drin, aber das ist eben ein wunderschöner Peachton. Ich trage ihn auch gerade. Und die schmecken auch genauso wie die Lipgloss. Also genauso wie die. Und ich fand die Farbe echt schön. Hat ihr jetzt hier sehen können, das ist einfach zu hell hier. Aber die sind echt cool. Meiner Hals ist, denke ich mal, nicht so bombastisch, aber ich glaube, das hat 4 Euro gekostet hat. Ich habe schon eine Weile überlegen müssen, aber die Farbe hat mich so überzeugt, muss ich sagen. Die sieht echt schön aus. Und das ist auch ein Rosa, das ich tragen kann. Das steht mir, finde ich. Das sieht dann nicht so künstlich aus, weil bei mir sieht oft ganz schnell was künstlich aus. Und deswegen, ja, halte ich mal Abstand von Rosatönen. Aber der steht mir. Ich finde, das ist echt okay. Der ist nicht zu blass, er ist nicht zu knallig. Das ist eine gute Mischung mit diesem bisschen so diesem Orange-Einschlag. Deswegen glaube ich, steht es mir auch, weil ich eher so der. Ich glaube, ich bin eher ein warmer Typ. Sagt mir das mal, weil ich kenne mich ja da nicht aus, aber ich glaube, ich bin ein warmer Farbtontyp. Keine Ahnung. So, das war's jetzt dann aber. Ach ja, genau, ich wollte euch mit dem Swatch von dem Metallics-Lack zeigen. Also schaut euch mal diesen total geilen Nagellack an. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Schimmer erzählen könnt. Da ist voll der hübsche rosa Schimmer dran. Und so leicht goldig, also das ist echt ein geiler Nagellack. Also den, glaube ich, muss ich mir heute gleich auftragen. Am liebsten würde ich mir so ein Ding hier draufkleben auf meinen kaputten Nagel. Oh Mann, das nervt mich voll. Naja, also wie gesagt, den finde ich echt schön. Und also liebe Kokosina, Schokosina, ach keine Ahnung. Danke fürs Anfixen, weil das war echt ein gutes Anfixen. Das freut mich und ein schöner Nagellack. Also war ein guter Tipp. So, das war's dann, ihr Lieben. War wieder ein langes Video und viele Infos. Und ja, wie gesagt, wer auf Tollwood gehen will, kann, sollte es unbedingt tun. Und ja, sagt mir mal eure Meinungen zu diesen LEs, also dieser, ich habe den Namen vergessen, Deep Water Love oder dieser von Alverde. Ich weiß gar nicht, wie die LE überhaupt heißt, aber ist ja aktuell eben von Alverde ganz viele schöne Sachen, aber ich habe nur eins gekauft.
Sag mir mal eure Meinung, würde mich mal interessieren. Ach ja, was ich noch sagen wollte. Liebe Knuffi, ich habe natürlich deinen Tag erhalten und ich freue mich tierisch drüber, dass du mich getaggt hast. Und ich werde das Video auf alle Fälle bald drehen. Ich bin bloß momentan eben ein bisschen Stress mit Familie und so weiter eben. Deswegen habe ich jetzt nicht so viel Zeit gehabt, aber ich werde es nachholen. Also bitte, bitte nicht böse sein, dass es jetzt ewig wieder dauert bei mir, aber es kommt und auch mein Favoritenvideo wird es dann auch irgendwann folgen. Also ich werde mich jetzt bemühen, das langsam zu drehen und ja. Und jetzt würde ich sagen, war es auch wieder. Das Video ist wieder ellenlang und deswegen reicht es auch. Und ja, ich wünsche euch allen einen schönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss!